So, hallo, ich begrüße euch zu meinem ersten Mal Fall Guys. Da das Spiel mittlerweile umsonst ist, kann man es sich ja problemlos mal angucken und ihr könnt mir dann mitteilen, ob ihr mehr davon sehen wollt oder halt nicht. Steuerung dürfte relativ simpel sein. Ich schätze mal, man steuert mit WASD, dann kann man springen. Ach, hechten, okay, hechten, ja, ich verstehe, hechten ist noch sinnvoll. Oh, aber auf Steuerung hechten? Ha, weiß ich nicht. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. Aber wir können es mal probieren. Weil ich denke mal, mit der Maus muss ich ja trotzdem... Ja, genau, mit der Maus muss ich die Steuerung machen. Greifen ist nicht so wichtig. Oh, wir könnten es mal tauschen, oder? Das könnten wir fast überlegen. Aber wir lassen es. Wir lassen es mal so... Und wenn es nicht gut funktioniert, dann kann man es ja wechseln. Gut. Grafik habe ich gerade schon alles so ein bisschen eingestellt, dass es Fenstermodus ist und so weiter. Keine Ahnung, was das hier alles ist. Ihr kennt mich. Ich bin da relativ entspannt. So geht's. Ach so, hat es am Anfang schon angezeigt. Das habe ich schon gelesen. Okay. Ja, dann können wir direkt... Direkt reingehen. Gibt es noch Profil? Oh, nein. Amazon-Konto verbinden? Was? Warum? Ich könnte noch ein bisschen lauter machen. Es kommt mir noch sehr leise vor. Machen wir es mal ein bisschen lauter. Sieht auch jetzt vom Ausschlag her, aber bei OBS... falsche Taste. Ups. Bin ich jetzt hier gelandet? Sieht auch vom Ausschlag her ganz okay aus. Ja, passt schon. Okay. Dann gehen wir doch mal richtig rein. So, hier sind wir. Und ich denke, wir gehen einfach jetzt mal in ein normales Spiel rein. Bevor wir hier irgendwie alles andere an Blödsinn angucken, was es an Missionen gibt und sonstiges. Einfach mal in ein Spiel reingehen. In ein Spiel reingehen. Zack, let's go. Bis zu 60 Spieler können, glaube ich, immer mitmachen. Also ich glaube, das wird dann immer nach 60 Spielern gesucht. Und wenn alle zusammenkommen, geht es los. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich habe ja aber mittlerweile die Möglichkeit rausgefunden, wie man einfach Aufnahmen pausieren kann. Falls ihr meine Fortnite-Folgen nicht schaut, da habe ich das mal erwähnt und auch genutzt mittlerweile, dass die ganzen Ladesequenzen und so raus sind. In dem Fall jetzt ging es schnell, aber in Zukunft kann ich das dann auch wieder rausschneiden. Also einfach nicht aufnehmen. Sondern die Aufnahme pausieren. Aber in dem Fall geht es jetzt ja auch schon los. Oh Gott, die Türen. Also ich kenne natürlich Fall Guys. Ich habe es oft gesehen. Ne? Deswegen, ich kenne auch die verschiedenen Spiele, die es so gibt. Aber die Türen sind natürlich... Oh, die Türen sind schwierig. Es ist so ein Glücksmodus irgendwo. Habe ich zumindest das Gefühl. Ich weiß es nicht. Spielt ihr selber Fall Guys? Wie ist so eure Empfinden? Bei dem Türenspiel. Ich finde es immer weird. Okay. So, mal gucken, ob ich die Steuerung... Okay. Oh, wow. Oh, die Maus ist ein bisschen empfindlich, glaube ich. Oh mein Gott, wir haben Glück. Man sieht, glaube ich, so ein bisschen, welche Türen richtig sind. Ah, okay. Man sieht es vielleicht sogar so ein bisschen. Oder ich habe einfach nur Glück gerade. Oh mein Gott, habe ich ein Glück. Was ist los? Schade. Da hat mich mein Glück verlassen, kurzzeitig. Okay. Aber wir könnten die erste Runde schaffen. Sensationell. Hier drüben, hier drüben, hier drüben. Ja. Nein! Das ist der hier. Okay, aber wir kommen durch, wir kommen durch. Nice. Oh mein Gott, als Zweiter einfach. Einfach als Zweiter. Krass. Okay. Okay. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass das so gut läuft. Bin ich erstaunt. Muss ich gestehen, bin ich erstaunt. Ein kleiner Schritt, 15 XP. Okay. Sieht man die Maus? Ja, die Maus sieht man. Okay. Sehr schön. 43 sind weiter. Wir sind auch dabei. Prima. Es geht automatisch weiter, ne? Ich muss nichts drücken. Okay. Was haben wir jetzt? Es gibt sicherlich auch Spiele, die ich noch nicht kenne, also keine Ahnung. Okay, ja, das kenne ich. Das kenne ich. Da muss man sich die Felder merken.
und dann auf die richtige, auf das richtige Ding gehen. Ich weiß nicht, ob man da andere runterschmeißen kann oder ob es wirklich nur auf die eigene Dings angeht. Also wir werden gleich merken, ob irgendjemand gemein ist und jemanden runterschmeißt. Vielleicht uns. Wir werden es gleich merken. Aber vielleicht ist die Maus auch gar nicht so... Wait, what? Achso, das zeigt jetzt an. Hier ist... Oh Gott. Okay, hier ist Apfel, da drüben ist Kirsche zum Beispiel. Okay, wir sind hier richtig. Die da drüben sind nicht richtig, die da drüben alle. Was ist los mit euch? Okay. Okay, da hinten ist Melone, Traube. Hier ist Apfel. Melone, Traube, Apfel. Melone, Traube, Apfel. Zweimal Melone. Okay, was müssen wir, wo müssen wir hin? Wir sind richtig. Naja, so schubsen kann man nicht, glaube ich. Orange, Banane, Kirsche, Traube, Apfel. Ach du grüne Neune. Kirsche, Banane, Traube, Orange, Apfel. 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 Hier rüber. Lol. Okay. Es war jetzt immer Apfel bisher, ne? Oh, nice. Das war schon. Drei Runden, okay. Puh. Sehr schön. Plop, 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 plop. Oh, das hat ordentlich reduziert. Oh mein Gott, hat das reduziert. Namen anzeigen. Wie geht das? So nicht. Okay, weiß ich nicht. Ich habe die Taste gedrückt, aber scheinbar war es nicht die richtige Taste. Zehenspitzen. Oh, was ist das denn? Meide falsche Felder und finde verborgene Pfad um Ziel. Ah, okay, doch, ja, ich weiß, ich weiß. Es gibt so mehrere, also ja, ein Weg ist richtig und einer nicht, irgendwie so. Oh, das ist fies. Oh, das ist fies. 11 Leute kommen weiter. 11 Leute werden hier weiterkommen. Oh, shit. Ich glaube, wenn es wackelt, geht's nicht, ne? Ich glaube, wenn es wackelt, geht's nicht oder so. Ist das irgendwie so, wenn es wackelt, geht's nicht? Bin mir nicht sicher. Scheiße! Nein! Oh, das war's. Oh, das war's mit uns. Oh, wie ging das denn hier weiter? Okay, er weiß es noch zum Glück. Nein! Außenrum. Shit. Shit. Jetzt kommen sie durch. Ah, das war's für uns mit der ersten Runde. Na, ich bin der Letzte, der durchgekommen ist. Willst du mich veralbern? Yo! Okay. Okay. Ist es jetzt... Was ist jetzt Namen anzeigen? Ist es die Tab-Taste? Nee, ist es auch... Doch, ist es die Tab-Taste, aber dann kommt Gruppenmenü. Aber es zeigt auch die Namen an. Okay. Aber da kommt auch das Gruppenmenü gleichzeitig. Schwierig. Ist jetzt schon Finale? Letzte Runde. Oh mein Gott, das Hexagon-Spiel. Oh mein Gott, die letzte Runde. Okay. Es gibt mehrere Strategien. Die eine Strategie sagt, man muss am Anfang gleich runter, aber die andere Strategie sagt, man sollte so vieles geht oben bleiben. Ich denke, ich werde so vieles geht oben bleiben. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich bleibe so lange es geht oben. Ah, hat gut funktioniert. Aber hier kann ich jetzt eine Weile bleiben, weil hier fallen jetzt einige schon durch. Ja, hier fallen jetzt einige schon durch. Okay, wir sind noch ganz oben. Wir sind noch alleine hier oben. Das heißt, wir werden auch auf der nächsten alleine unterwegs sein. Nein! Okay, das war nicht so gut. Ja, man fällt dann natürlich schneller hier durch. Okay, sehr gut, sehr stark, sehr stark. Hier draufbleiben ist wichtig. Damit ich nicht eben durchfalle.
du machst jetzt einen Abflug, mein Freund. Ich mach noch keinen Abflug. Oh shit, ich mach doch einen Abflug. Oh, das ist jetzt schlecht. Nein! Oh, wir sind auf der letzten Ebene. Oh, das ist jetzt ganz schlecht. Jetzt müssen wir Glück haben. Ah, das ist jetzt ganz, ganz schwierig. Ganz schwierige Momente. Oh, der Weg war Nein! Schade. Ah, schade. Schade, schade. Ich glaube, wir sind Vierter oder so geworden. Wir sind als Siebter von 10 sind wir, glaube ich, ausgeschieden. Ah, ärgerlich. Aber ist in Ordnung. Für die erste Runde fand ich das voll okay. Aber wir müssen es, glaube ich, gar nicht zu Ende... Ja, okay, hat sich erledigt. Ich wollte gerade sagen, wir müssen es gar nicht zu Ende gucken, weiß ich nicht. Aber wow, nice. Jetzt sind, glaube ich, Vierter geworden, ne? Sieht man das jetzt? Überspringen, okay. Ja, was man mit den ganzen Sachen da anfangen kann, keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder optisches Zeug kaufen. Ich glaube, das ist mir weniger wichtig. Mich interessiert es nur, ob euch das unterhält, weil dann kann ich es öfter spielen und wenn nicht, dann nicht. Ah ja, guck mal, jetzt habe ich so ein Punkband. Aber das ist alles nur... Das sind alles nur so optische Geschichten. Okay. Cool. So. Nice, nice. Dann lasst mich mal gucken, was wir jetzt hier alles machen können. Da ist nämlich zum Beispiel unser Outfit-Zeug. Kann ich das wie in Fortnite sagen, dass alles zufällig ausgewählt wird? Gibt es Zufallauswahl? Das ist die Farbe. Oh, da wird... naja. Oh, weiß ich nicht. Wir lassen es mal so. Ach, da unten. R, Zufall. Ach nee, aber ich kann, glaube ich, nicht sagen... Ich kann bevorzugt machen. Aber ich kann, glaube ich, nicht sagen, dass Zufall bevorzugt ist oder so. Ich weiß es nicht. What the heck ist los hier? Jetzt ist der auf einmal so dick geworden. Ganz komisch. Okay. Ja, Muster gibt es bisher nur das. Das gibt es auch nur bisher das. Und da gibt es jetzt eben das Punkband. Okay, das können wir mal mitnehmen. Ah, nichts geht auch. Achso, das wäre einmal Lulatsch und so. Okay. Okay, achso, R-Zufall ist einmal Zufall. Und es wird aus allem gemischt. Ich verstehe. Okay. Gut, aber das ist dann nicht weiter wichtig. Gut. Reif für den Lauf. Okay, das war eine Dings. Auch interessant. So, was ist jetzt das hier? Idolspiele. Überstehe diese schwierigen Herausforderungen und verdiene dir das Olymp-Idol, ewigen Ruhm und einen Platz in der Geschichte von Fall Guys. Ich kann dir direkt was abholen. Okay, her damit. Was auch immer ich getan habe. Ach, das sind diese Münzen hier. Okay. Ah, okay, ich verstehe. Was muss ich da tun? Spiele beliebige Runden bei Rollenhexathon. Gewinne Rollenhexathlon. Erreiche Runde 3 in Truppshow. Erreiche bei Truppshow die Finalrunde. Was ist Truppshow? Okay, aber das sind so Missionen. Okay, ich verstehe. Geht aber auch nur noch einen Tag. Was ist das? Ach, das sind irgendwelche... Okay. Emotes. Das ist alles so unnützes Zeug. Oberfläche ist Hintergrund oder was? Okay, kann so bleiben. Keine Ahnung. Was haben wir jetzt hier? Ah, das ist der Level. Das ist, wenn ich im Level aufsteige, ne? Okay. Verbessere deinen Saisonpass. Ich habe gar keinen Saisonpass. Premium-Stufenbeleid, Sofortbelohnung, Ezio. Nee, das ist mir alles... Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Also wenn es hier sinnvoll ist, sich den Saisonpass zu holen, könnt ihr mir das gerne erzählen. Dann kann ich den mir natürlich mitnehmen. Ich habe ihn in Fortnite ja auch mitgenommen. Aber aktuell interessiert mich das überhaupt nicht. Oh, die Fortnite-Tassen, lol. Aber das ist alles nur so optisches Zeug, ne? Das ist wahrscheinlich wie die V-Bucks in Fortnite. So ein Ding wird das sein. Ja, es sieht schon cool aus, keine Frage, aber braucht man nicht.
Braucht man alles nicht. Nee, alles. Okay, die kann man jetzt normal kaufen. Das wäre mit dieser Währung. Okay, ich verstehe. Gut. Ist alles aber nicht wichtig. Wie komme ich jetzt in die Truppshow? Hier ist Show-Auswahl. Da, Truppshow. Okay. Ach, hier kann man. Ah, und hier ist Rollenhexathlon. Das ist das andere. Das gab es auch als Mission. Dann gehen wir doch da mal rein. Fangen wir doch damit an. Da spielt man wahrscheinlich nur die Hexrolle. Da spielt man nur die Hexrolle. Okay. Individuelle Show. Ah, die kann ich selber. Da kann ich selber was zusammenstellen. Ich verstehe. Okay. Dann gehen wir jetzt mal. Spielen mehrere Shows? Was? Habe ich nicht. Ah. Okay. So muss ich es machen. Kapiert? Wenn ich die alle auswähle, wäre es random. Ich verstehe. Okay. Na, dann gucken wir doch mal. Ach so, ich weiß jetzt wieder nicht, wie lange es dauert, bis das hier lädt. Deswegen, ich pausiere kurz und wir sehen uns wieder, wenn alle Spieler da sind. Vielleicht geht's auch. Hab nix gesagt. Vielleicht geht's auch ganz schnell. Okay. Ja, das kann auch als Finalrunde kommen und das soll sehr schwierig sein. Ich bin mal gespannt. Was ich schon gehört habe, man soll möglichst nicht springen. Gerade wenn es schneller wird, das Ding, und wenn es in der letzten Phase ist, dass man durch Springen eher das Problem hat, dass man schneller dann nach hinten gedrückt wird. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal sehr gespannt, wie weit wir hier kommen. Also nachdem drei ausgeschieden sind, geht's weiter. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht. Oh Gott. Oh Gott, ich mach. Okay, es sind schon drei ausgeschieden. Ich dachte schon, ich habe Fehler gemacht, aber es sind schon drei ausgeschieden. Gut. Dann sind wir ja schon mal weitergekommen. Okay. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch mehrere Runden. Ich verstehe schon. I see. Da-da-da. Ja, es kommt die ganze Zeit Hexathlon. Ich weiß nicht, warum er jetzt hier so so auf spannend macht, was für eine Runde kommen könnte. Vermutlich Hexathlon. Okay, wie viel müssen diesmal übrig bleiben? Also wie viel dürfen diesmal runterfallen, bevor man selbst verliert? Ach, ich rede scheiße. Also wie viele muss ich aushalten, bis. Nicht aushalten. Ist egal. Drei wieder, okay. Also sobald drei runtergefallen sind, bin ich weiter. Und wir hoffen, dass wir nicht zu den drei gehören. Oh Gott. Ich darf nicht in die Richtung. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, oder? Nee, es dreht sich. Doch, es dreht sich in die Richtung. Okay. Scheiße, ich bin raus. Ah, schade. Okay, aber verstanden. Es dreht sich aber noch sehr langsam, muss ich sagen. Ich dachte, es dreht sich schneller. Aber es dauert wahrscheinlich, bis es sich weiter dreht. Gut, dann gehen wir hier raus. Oh, okay. Geht automatisch raus. Gut. Dann bin ich jetzt einer, der rausfällt. Tschüss. Abflug. Okay. Muss ich jetzt beenden oder komme ich automatisch raus? Oder könnte ich jetzt sozusagen, man kann jetzt weiter gucken, ne? Ja, okay, nein, dann gehe ich raus. Ist in Ordnung. Nein, ich will raus. Oh, jetzt lässt er mich. Ich war zu langsam. Jetzt lässt er mich nicht mehr raus im Moment. Aber gleich lässt er mich raus. Jetzt darf ich raus. Okay. Was kriegen wir alles? Ach, wir haben hier beliebige Runden bei Hexathlon gespielt. Deswegen haben wir die Dinger bekommen. I see. Okay. Gut. Und da war die Mission. Gewinne Rollenhexathlon. Okay, das wird schwierig. Aber erreiche Runde 3. Achso, erreiche Runde 3 in Truppshow. Ah, okay. Das sind alles verschiedene Sachen. Ach, jetzt können wir das hier uns holen. Guck mal, jetzt haben wir hier 200 Kudos bekommen, die mir nichts bringen. Aber ist egal. Wir müssen auch nur bis 1000 kommen. Das heißt, wir brauchen noch 7 Missionen. Sind es alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, es sind alle. Ja, hat sich erledigt. Wir müssen alles spielen. Das heißt, wir müssen Hexathlon theoretisch irgendwann mal gewinnen, wenn wir das haben wollen. Also, schaffen wir eh nicht. Aber ist egal.
Dann schauen wir uns mal Truppshow an, was sie da zusammengestellt haben. So. Gewinnt als Trupp aus 4 Fall Guys. Kommt als Gruppe oder findet einen Trupp. Hä? Achso, ist man da jetzt als Gruppe dann, oder was? Wir gehen mal rein und gucken, was passiert. Weil an sich bin ich ja jetzt nicht mit einer Gruppe unterwegs hier. Aber da sind es jetzt wahrscheinlich alles so, so Gruppenspiele. Weil die einzelnen Spiele machen ja als Gruppe keinen Sinn. Na, die einzelnen Spiele machen als Gruppe keinen Sinn. Es lädt echt schnell, muss ich sagen. Okay, Hindernisrennen als Gruppe verstehe ich jetzt noch nicht, aber ist in Ordnung. Ich meine, wahrscheinlich zählt es dann einfach zur Gruppe, wenn die anderen weiterkommen. Keine Ahnung. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was passiert. Aber scheinbar ist alles dabei. Scheinbar ist alles dabei. Wahrscheinlich reicht es dann, wenn einer von der Gruppe weiterkommt. Und ich sehe jetzt hier zum Beispiel... Ja, ich sehe jetzt hier meine Gruppenmitglieder. Da und da. Okay, ich sehe. Ich habe das halt noch nie gespielt, ne? Vielleicht wäre es dann besser, erstmal die Solos zu spielen. Bevor man alles versaut seinen Gruppenmitgliedern. Aber hey, mal gucken. So. Hier muss man so ein bisschen durchlaufen. Genau. Gesehen habe ich ja alles schon mal. Ne? Gesehen habe ich das ja. Nur halt noch nie selber gespielt. Aber ich meine, ich habe ja da viel gesehen, wie es geht. Super. Jetzt kommen die blöden Bälle. Genau, genau, genau. Aber da kann man, glaube ich, auch ganz gut ausweichen, wenn man da aufpasst. Ja. Ja, das läuft doch schon mal. Und jetzt kann man hier sich so hochdrücken lassen. Genau. Genau. Ah, wir bekommen Punkte, wenn wir... Ich verstehe. Dadurch, dass ich jetzt so bald rein bin, haben wir richtig viele Punkte schon mitbekommen. Und die anderen haben noch nicht so viele Punkte uns gebracht. Aber doch, bekommen auch Punkte. Ja, doch, die holen auch Punkte. Ganz, ganz gut. Ah, okay, er holt keine Punkte aktuell. Ja, er hat gar keine Punkte geholt. Ist er jetzt ganz raus? Wir sind raus. Ah, weil es nicht alle geschafft haben, ist es auch vorbei. Das heißt, ich habe aber gar keinen Einfluss darauf. Das heißt, ich habe gar keinen Einfluss darauf, oder wie? Habe ich es richtig verstanden? Das ist wahrscheinlich das, was es so schwierig macht. Sobald einer aus der Truppe raus ist, sind alle raus. Oh, das ist übel. Oh, das ist vor allem... das ist vor allem übel, wenn ich das jetzt spiele, weil ich die meisten Sachen ja nicht kenne. Dann gehe ich damit ja eigentlich meiner Truppe so ein bisschen. Ah, das ist schwierig. Ah, dann weiß ich auch, was Duo ist. Dann ist Duo nämlich wahrscheinlich, dass man zu zweit verbunden ist sozusagen. Aber ich bin jetzt raus, ne? Ich kann jetzt hier nicht spielen. Ich sehe das schon richtig. Ich warte nur kurz ab. Aber ich glaube, ich kann jetzt praktisch raus. Ja. Ja, ich kann nur zugucken. Ja, das ist schwierig. Ja, okay. Ich verstehe. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja wirklich ärgerlich. Okay. Interessantes Konzept, aber schwierig. I see, I see. Dann werden wir aber das hier nicht mehr hinkriegen, aber es ist dann auch egal. So, juckt. Ich meine, was gibt's dafür? Die Figur. Dann hat man die Figur halt nicht. Völlig egal. Es ist wirklich egal. Und hier, erreiche Runde 3 in Truppshow. Erreiche bei Truppshow die Finalrunde. Gewinne Truppshow. Das könnte man vielleicht, wenn man mehr Zeit gehabt hätte, aber wir sind jetzt halt so spät hier eingestiegen. Dann ist das jetzt auch nicht so wichtig. Dann spielen wir noch eine ganz normale Runde. Solo-Show.
und rein da. Dass wir so ein bisschen die Dinger kennenlernen. Was ist das hier unten eigentlich? Oh, ja, das ist, okay. Das ist das. Saisonfortschritt M. Achso, das ist das hier auch, okay. Gut. Nein, wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Ich will, lass mich hier rüber, okay. Gut, ja, gehen wir nochmal in eine Solo-Show rein und dann, ja, haben wir es auch schon, würde ich sagen, für einen Part. Okay. Ich denke, das ist halt auch das, was dann so am ehesten in Anführungszeichen Sinn macht, dass man solche Runden spielt. Aber je nachdem, was halt so vielleicht für Events auch anstehen. Achso, ich könnte wieder pausieren, ne? Okay. Immer wenn ich dran denke, kommt's. Immer wenn ich dran denke, kommt's. Oh Gott, die Wippen. Ich habe sie selber noch nie gespielt. Aber es sah halt gerne mal leicht buggy aus. So dass man durch die Wippen durchrutscht und so durchglitscht und. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Jetzt mein erstes Mal wippen. Eieiei. Das könnte sehr interessant werden jetzt. Okay, nee, ich finde, steuerungstechnisch geht es eigentlich klar mit dem, Dings. Yes! Nice. Checkpoint mitgenommen. Ich finde, steuerungstechnisch geht es eigentlich ganz gut klar, wie man das steuert. Also wie man hier diesen Move hier macht. Das ist ganz gut. Doch, das passt. Das kann man so machen. Ich war ja erst ein bisschen skeptisch, aber das ist in Ordnung. So, gleich in die Mitte. Schön. Jetzt geht er hier ab. Dann komme ich... Ah, wenn ich... auf. Nein, scheiße. Ja, das war's mit der Runde hier. Schwierig. Und sobald halt mehrere unterwegs sind, dann fängt es an, schwierig zu werden, ne? Dann kommen wir so an den... an den Punkt. Okay. Oh, wir kommen eine Runde weiter. Nice. Sehr gut. Also nicht eine Runde, aber halt einen Checkpoint. Okay. Da komme ich auch drauf. Die könnte ich auch gerade erwischen. Ja. Oh mein Gott. Wir schaffen es. Wir schaffen es einfach. Wir schaffen es einfach. Geilo. Als Achter. Wir qualifizieren uns als Achter. Das dauert jetzt noch 3 Jahre, bis die hier alle nachkommen. Das wäre jetzt vielleicht auch ein Moment, wo ich pausieren könnte. Oder wie läuft es? Werden die irgendwann disqualifiziert, wenn die Zeit einfach abgelaufen ist? Oder wie ist es? Ich meine, eine Zeit läuft hier ja gar nicht, ne? Ich glaube, es geht erst zu Ende, wenn hier 41 sich qualifiziert haben. Und es sind ja noch jede Menge Leute unterwegs. Also muss man jetzt so lange zugucken? Weil dann würde ich pausieren. Ich denke nicht, dass ihr das sehen wollt, ne? Ich pausiere mal und wenn es schnell wieder geht, dann haben wir halt gleich wieder gestartet. So. Aber wir sind gerade bei 18 von 41. Das dauert noch ein bisschen, bis sie alle durch sind. Bis gleich. Das hat wirklich eine ganze Zeit gedauert, bis die alle durch waren. Eieiei. Okay. Da muss man dann also einfach warten, wenn man schnell durch ist. Aber es ergibt natürlich Sinn. Die dürfen ja auch noch spielen. So. Aber damit haben wir unsere erste Runde Wippen-Quali gemeistert. Was kommt jetzt, Hübsches? Hallo? Spiel? Okay, der Skiflug. Der Skiflug. Das ist, glaube ich, das, wo man in diesen Punktendingern landen muss, ne? Springt durch die Löcher, um Punkte zu erzielen. Genau, genau, genau. Das sieht voll cool aus. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert, ob ich das hinkriege. Aber es sieht voll cool aus. So. Aber auch da, denke ich, kann ich dann immer pausieren, wenn die neue Map ausgewählt wird, wenn es lädt und so weiter. Das sind alles Momente, wo man pausieren kann.
um einfach ein bisschen mehr ins Video zu bekommen bei gleicher Zeit. Ne? So, jetzt werden wir hier schneller. Okay, das war jetzt nicht so gut. In die Mitte muss man halt kommen. Ja, genau. Nice. Gleich mal 7 Punkte mitgenommen und in die falsche Richtung gelaufen. Sobald man 15 Punkte hat, hat man sich qualifiziert. Das ist der Punkt. Ups. Ups. Was ist jetzt passiert? Ach, das Ding haut einen zurück. Ist in Ordnung. Ach, die Teile geben auch nochmal Punkte. Aber das war's. Ja, easy. Ah, 5 gibt's in der Mitte. Und die geben einzeln auch einen Punkt jeweils. Ich verstehe. Ich war der Erste, der sich qualifiziert hat. Qualifiziert 1 von 24. Ich war der Erste, der sich qualifiziert hat. What the heck? Das dauert jetzt dann ja wieder 3 Jahre, bis die das haben, oder? Wobei, die müssten eigentlich... Also, wenn die gerade, wenn die so spielen, müssen die doch relativ schnell die Punkte zusammenbekommen. Ja gut, er springt jetzt die ganze Zeit zum Beispiel runter. Aber wir können ja mal ein bisschen durchwechseln. Er hat 6 Punkte, er hat 11, 9, 10, 12, 14, er ist jetzt fertig. 12, 14, er ist jetzt auch fertig. Ja, jetzt kommen ein bisschen mehr nach. 8 von 24, 13, der ist jetzt auch fertig. Die 12 Punkte da sind auch gleich fertig. Ja, so natürlich nicht. Okay, der ist aber gleich fertig. Ein Loch noch, dann ist er durch. Jawohl. Er ist auch gleich fertig. Aber wir haben jetzt gerade mal die Hälfte. Ja, komm, ich pausiere. Wir sehen uns gleich wieder. Ich schaue gerade fasziniert diesem Dosentyp hier zu. Der kann gar nichts. Ey, er ist jetzt zum 6. Mal an dem ersten Rad gescheitert. Ich frage mich so ein bisschen, ob wir hier noch mit Bots spielen. Ganz ehrlich, ich frage mich so ein bisschen, ob wir hier nicht noch mit Bots spielen. Was ist mit dem? Mr. Pium Pium. Der hat sich jetzt sogar noch qualifiziert. Der hat sich jetzt gerade nicht ernsthaft noch qualifiziert, der Mr. Pium Pium. Warte, wo ist der? Da oben. Nee, das ist nicht Mr. Pium Pium. Ist der irgendwo? Nee, ich glaube, der ist raus. Dann hat er sich nicht... Nee, dann hat er sich nicht qualifiziert. Alles gut, ich dachte schon. Das hätte mich doch sehr gewundert. Oh, die Drehdinger. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. Oh, das wird böse. Oh, das wird böse. Oh, das wird richtig böse. Das habe ich halt... Ich habe alles noch nie gemacht. Das ist alles mein erstes Mal. Okay. Vor allem hier kannst du halt auch wieder übelst Pech haben, wenn das Ding, auf dem du stehst, runterfällt, ne? Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie angekündigt wird vorher. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich kann hier nur Glück haben und hoffen, dass vorher halt 9 ausscheiden. Es ist ja zum Glück nicht die Finalrunde. In der Finalrunde ist das hier richtig übel. Oh mein Gott, ich dachte schon, das war's. Aber sieht man an irgendwas? Sieht man an irgendwas, dass das hier... Die ersten... Oh mein Gott, es sind schon so viele raus. Was ist hier los? Nice. Ich frage mich echt, ob wir hier mit Bots spielen noch. Die sind ja so schlecht teilweise. Ist es die Uhrzeit oder spielen wir noch mit Bots? Die erste Runde konnte ich mir fast vorstellen, dass es noch Bots sind. Das ist in vielen Spielen so, dass man erstmal mit Bots spielt, um das Gefühl zu bekommen, ey, ich bin ja voll gut, damit man weiterspielt. Aber irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen jetzt noch. VIP-Kanonade, oh mein Gott, ist das das, wo man auf der Plattform ist? Oh je. Ah nee, oh nein. Überleben. Das ist einfach nur krasses Überleben. Und man wird von allen Seiten beschossen, ne? Nee, nur von vorne, okay. Und gleichzeitig wippt halt auch noch dieses Ding. Das, Alter, das war voll knapp. 6 Leute dürfen ausscheiden, dann geht's weiter. Alter, ist der groß gewesen.
Vorsicht. Okay. Drei sind ausgeschieden. Vier sind ausgeschieden. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, habe ich Glück gehabt. Oh mein Gott. Fünf sind ausgeschieden. Alles, also sechs sind ausgeschieden. Wir sind wieder im Finale. Wir sind wieder im Finale. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass bei 9 jetzt Finale kommt. Kommt Finale? Aber wie gesagt, diese ganzen Sachen, das würde ich dann in Zukunft, glaube ich, einfach, wenn ihr mehr davon seht. Rollbahn, okay. Das ist jetzt, glaube ich, wieder so ein Parcours, ne? Nee, ist es nicht. Oh, das ist das. Okay. Das ist wieder Überleben. Das ist wieder so lange Überleben wie möglich. Oh je. Oh Gott. Falsche Richtung. Stabil. Hä, nee, die dreht... Was dreht sich denn hier? Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was sich dreht. Ah, die eine dreht sich in die eine und die andere dreht sich in die andere Richtung. Nein! Oh, das war scheiße. Ich bin das erste runtergefahren, aber ich habe es noch überhaupt nicht gekannt. Ich wusste noch nicht, wie es funktioniert. Ist in Ordnung. Okay. Gut. Aber vierte Runde gekommen, ist doch in Ordnung. Eieieiei. So. Ja, Runde 5 hat es leider dann nicht mehr geschafft. Aber ansonsten ganz oft Gold mitgenommen. Schön, schön. So. Okay. Level 6, aber es ist halt völlig irrelevant. Ich glaube, das Level ist wirklich völlig irrelevant. Ich glaube, hier geht es einfach nur darum, die Spiele zu spielen und alles andere, alles hier an irgendwelchen Missionen und Herausforderungen. Man hat nichts davon. Also, ich habe auch nichts vom Hochleveln, glaube ich. So, dann kriegt man so coole Sachen, so klar, sieht cool aus, wenn man sowas hat, aber effektiv ist es nichts Sinnvolles. Nee, falsch. Falsche Aussage. Es ist nichts Spielrelevantes. Aber das ist es bei Fortnite ja auch nicht. Na? Und am Ende kann man halt sagen, hier, guck mal, ich habe den hier, ich bin bis Level 99 gekommen. Nee, ist ja alles wurscht. Ist alles nicht so wichtig. Gut, dann schließen wir hier erstmal ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das werde ich gleich mal parallel zu Fortnite auch hochladen morgen, weil das hat mit Fortnite ja nichts zu tun. Und interessiert mich einfach, ob ihr mehr davon haben wollt oder nicht. Danke fürs Zuschauen und tschüss.